Servus und herzlich willkommen bei Pharma Simulator.tk. Natürlich geht's wieder weiter mit der langweiligen Mailis. So, und folgendes, ein neuer Tipp von mir, nämlich ab als Biobauer auf die Karte deiner Wahl. Natürlich, Biobauer heißt keine Spritzmittel. Unter anderem muss man bedenken, dass man dann einen Striegel braucht, um das Unkraut zu bekämpfen. Düngen ist eine einfache Möglichkeit, nämlich man nimmt Gülle oder Mist, das heißt kein Kunstdünger. Das ist natürlich eine größere Herausforderung für jeden Spieler. Natürlich kann man dafür auch Gärreste verwenden, die man natürlich von der BGA bekommt. Der Thomas Hopfinger hat mich was gefragt, nämlich er hat Probleme bei der Swedish Landscape mit dem Wasser bei den Kühen. Ich habe mir das Problem einmal angesehen und ich habe etwas rausgefunden. Nämlich der Wasserträger ist erstens unter der Karte und zweitens nicht optimal platziert. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, zusätzlich noch ohne ein bisschen herumexperimentiert und ich habe da was gemacht. Nämlich ich habe die XML gefunden von den Tieren für das Ganze und habe das so weit umgeschrieben, dass das funktioniert. Und ich habe das auch noch einfach für jeden gemacht, der mit dieser Karte spielen möchte. Nämlich man braucht die Datei nur entpacken und einfach so in die ZIP-Datei einfügen, haben fertig und es sollte ohne Probleme funktionieren. Die Datei ist natürlich in der Beschreibung zum Downloaden und wie wir sehen, funktioniert alles soweit. Natürlich ist es nicht so wirklich schön, aber solange es funktioniert, würde ich sagen, ist es kein Problem, weil der Rest des Ganzen, nämlich schön einbauen, muss der Mapper dann selber machen. Und das war's dann auch für das nächste Langweile-Video bzw. Tipps- und Hilfestellungsvideo, das was wahrscheinlich in nächster Zeit mehr werden wird. Und wie üblich, danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal für weitere Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.